Ja, mein Name ist Josef Zotter. Also ich habe das Unternehmen da gegründet, vor mehr als 30 Jahren schon. Ich habe mehrere Berufe gelernt. Ich bin Koch, Kellner, Konditor, Landwirt und nicht Schokoladier. Das ist vielleicht auch bezeichnend und hat ein bisschen was mit Innovation offensichtlich zu tun, dass man manchmal auch Dinge, wie soll ich sagen, quer denken muss, um dann zu wirklichen Innovationen auch halt zu kommen. Ja, und das Unternehmen beschäftigt mittlerweile mehr als 200 Mitarbeiter. Es gibt einen Standort in Shanghai, einen kleinen Standort gibt es auch in den USA. Und wir machen in der Zwischenzeit, glaube ich, mehr als 300 Schokoladesorten, die man hier verkosten kann. Und insgesamt machen wir über 500 unterschiedliche Schokoladesorten. Also das Spektrum ist sehr, sehr breit. Ich bin Alexander Hödl und bin in der Schokoladenmanufaktur Zotter für die ganzen Maschinen und für die Haustechnik verantwortlich. Wir haben 3 Roboter in unserer Schokoladenmanufaktur. 2 davon verarbeiten Schokolade zu Pralinen und Schokoladenriegel. Und einer davon steht im Besuchergang, der die Besucher Schokolade und Pralinen serviert, je nach Wunsch. Also der Besucher wählt bei einem Touchpanel die Praline aus, die er haben möchte. Der Roboter greift sie in einen Saugnapf, tanzt ein bisschen, macht ein bisschen Choreografie und serviert dann die Praline. Der Roboter in der Produktion nimmt die Form, füllt sie mit Schokolade, indem er zur Gießanlage fährt, schwenkt sie dann mit äußerster Präzision, damit sich die Schokolade gleichmäßig verteilt und gibt sie dann in den Kühlschrank, wo der zweite Roboter sie dann aufs Ausgabeband befördert. Wo so die erste Idee aufgekommen ist, dass wir so Pralinenroboter konstruieren lassen wollen, war natürlich auch unter den Mitarbeitern das ein schwieriges Thema. Nicht? Weil, wissen Sie, man hört so viel in den Medien und die Roboter werden uns die Arbeit wegnehmen und alles wird ganz böse sein. Und das hat mich natürlich besonders gereizt, weil es erstens nicht so ist und zweitens, mir ist es nicht gegangen, um Arbeitsprozesse zu beschleunigen oder zu vereinfachen oder Mitarbeiter sozusagen von einfacheren Arbeitstätigkeiten wegzubringen. Ja, wir haben die KUKA-Roboter deswegen eingesetzt, weil wir uns als innovativen Betrieb sehen und weil wir natürlich auch uns vor der Zukunft nicht verschließen und schauen wollen, wo wir uns technisch noch verbessern können. Wir machen mit den Robotern Pralinen beispielsweise, wo es um Präzision geht, wo es um Hundertstel Millimeter geht, wo es um genaue Arbeitsabläufe geht, wo es um genaue Temperaturen geht. Ja, und das hat mich fasziniert und das haben wir dann in Auftrag gegeben. Ja, und so gibt es die ersten Pralinenroboter der Welt, stehen bei uns. Da freue ich mich auch. Ja, die Besucher nehmen das einfach als technische Innovation wahr und freuen sich irrsinnig, dass sie das sehen können und dass man mal so hautnah daneben stehen kann, weil die Gelegenheit hat man ja nicht so. Orange Intelligenz.